Idee. Wirklich gute Idee. Ja, ich war gerade bei Meckes und keine Ahnung, da war nichts. So, jetzt bin ich direkt vor dem Turm, vor der Tür. Genau. Ja. Und jetzt läufst du, wenn du aus dem Turm rauskommen würdest jetzt, läufst du jetzt nach links. Da musst du aus der Mauer rauskommen, da muss der Eingang in der Mauer drin sein. Mit einem riesen langen Weg, der geradeaus führt. Ja, sehe ich. Und da läufst du immer weiter lang, bis du irgendwann an einer zerstörten Brücke ankommst. Dauert eine Weile. Aber da ist die Sonne. Ich renne in die Sonne. Oh nein. Ja, die tut dir... Die tut dir sicher ab und zu auch mal gut. Hä? Ich bin nur im Gesicht so blass, weil ich blond bin, ja? Sonst wäre ich voll... nicht so blass. Das mit dem Blond unterstütze ich, das mit dem Blass weiß ich nicht so genau. Aber ich meine damit nicht deine Haarfarbe. Ja, das bin ich. Ich laufe jetzt hier gerade auf so einen Steg, nenne ich es jetzt mal lang. Ja, das müsste so eine Art, es sieht aus wie eine kaputte Brücke, kann das sein? Also es fängt so eine Brücke an, aus dieser Burg raus, sage ich jetzt mal. Genau. Und dann ist hier irgendwie so ein Steg. Genau, du gehst. Und da bin ich gerade lang gelaufen. Du gehst diesen. Warte, ich hol dich ab. Du gehst diesen Steg lang und da gibt's doch noch. Der führt doch dann nochmal nach links, der Steg, gell? Ja. Und genau da läufst du lang. Ich guck mal, ob ich mir was zu essen mitnehmen kann. Ja, ich bin aber auch. Ja, da war ich. Bin ich aber gerade auf. Ich hab Kekse. Ich nehm Kekse mit. Kekse! Ich hab ne Blume. Okay, wenn du den Steg lang gelaufen bist und zwar beide. Läufst du weiter und müsstest dann an so eine Zickzack-Überbrückung kommen. Aus Gras. Lass mich gucken. Ich laufe also übers Wasser, oder? Ja, also bitte nicht wie Jesus, sondern einfach die Brücke nutzen. Dafür sind die da. Okay, mach mal 20% Übersteuerung. Rausche ich jetzt doch etwas zu doll? Wow! Du rauschst nicht, aber du fiebst in meinem Ohr. Ah, hier, guck mal, hier bin ich. Juhu. Merk dir den Weg gut, damit ist ich dir... jetzt besser? Ja. Merk dir den Weg gut, damit ich dir nicht jedes Mal zeigen muss. Okay, du kommst hier lang. Gehst hier hoch, hier ist gerade ein Creeper explodiert hier. Und dann ist es eigentlich ziemlich einfach... Aber du siehst, guck mal, wenn du dich hier herstellst, siehst du da hinten den Turm, die Turmspitze? Aufragen hinter der Mauer? Ja. Ich sag jetzt einfach mal ja. Einfach mal hier mitkommen über den Berg, das ist wirklich nicht weit. Hier, ich gebe dir mal ein paar Kekse. Flup. Das wäre ganz... Ja, du... Hast du noch von dieser Weihnachtsmap, oder? nee, das ist hier ein komplett neues Inventar. Du kannst mal reinschauen bei dir, du hast nichts im Inventar. Ja, ich merk's. Das ist wirklich, und du verlierst hier sehr schnell Hunger. Wir müssen also sehr viel Nahrung anbauen, deswegen bin ich gerade dabei. Und ich guck gerade mal, wie ich dich einlade. Warte mal. Boah, wer spammen die denn da rum? Ich nehme den Popel hier mit. Wie lade ich jemanden nochmal in die Map, in die Gilde ein? Fragezeichen. Du komm mit. Jo. Einfach gerade auslaufen. Irgendwas wollte ich gerade sagen. Wie läuft denn das dann eigentlich, wenn ich mir jetzt zum Beispiel ein Haus haben möchte? Nee, wir haben eine Gilde. Hab ich das dann in der Stadt oder? Wir haben eine Gilde. Das heißt, wir haben ein Gildengrundstück. Gildengrundstück, ne? Und das ist das, was du da gerade siehst. Das ist unser Gildengrundstück. Ach so, und du musst dir das kaufen. Das kann er. Lass mich kurz erklären. Du musst dir das kaufen am Anfang. Und da hast du eine gewisse Fläche und dann kannst du ja hier Monster töten, gell? Oh. Ja. Und die Monster, die du killst, kriegst du Punkte dafür und mit diesen Punkten kannst du dir neue Fläche kaufen und kannst die dann... Eigentlich, komm mal her, du müsstest eigentlich... Geh mal hier runter. Eigentlich müsstest du die Kiste nicht öffnen können hier. Nope. Okay, wunderschön. Ja. Und... Mit diesen Punkten kannst du dir neue Gildengrundstücke dazu kaufen, also du kannst dein Gildengrundstück immer mehr erweitern. Ich habe es so gemacht, ich habe einfach alles, was unser Grundstück ist, mit so einem Steinsockel hier verbaut. Also dieser Steinsockel, den du hier siehst, das ist unser Grundstück, so groß ist das momentan. Na, geht ja, ne? Wenn du nach oben baust, ist das in Ordnung, aber
Wie läuft denn das dann eigentlich? Wo genau finde ich denn so ein Gildengrundstück? Nee, du kommst zu mir in die Gilde jetzt mit rein, dachte ich mir eigentlich. Das ist dann unser Gildengrundstück und wir können gemeinsam einzahlen. Du musst mir dann halt deine Punkte schicken. Deine Punkte, die du hast, musst du mir schicken und ich kaufe mir den Gildenpunkten dann mehr Gildengrundstück. Hm. So, dann... Okay. Ich frage nochmal. Wie viele Mitglieder sind in der Gilde? Oder ich kann mal nach... momentan nur ich und dann jetzt gleich du. Wie lade ich Vendetta in meine Gilde nochmal ein? Fragezeichen. Ich habe es mir vorhin mal durchgelesen, aber ich habe es wieder vergessen. Wie alt habe ich jetzt geschrieben? Mhm. Hier, ich gebe dir schon mal ein bisschen Eisen. Komm mal her. Du hast Vendetta falsch geschrieben. Oh mein Gott, nein. Ja doch. Wo bist du? Stell dir vor. Hier, komm her. Nee. Da ist der Holz, da ist der Eisen. Bau dir mal ein Schwert aus Eisen und dann kriegst du noch ein bisschen Holz. Ich habe keine Dings gehabt. Ja, wo ist mein ganzes Holz hin? I don't know. So, da ist noch Holz, da liegt's da oben. Jo. Ist er mal laggig irgendwie oder? Keine Antwort mit mir. Spiel jetzt. Du bewegst dich ganz normal eigentlich. Slash okay. MSG, dann schauen wir mal Sony direkt an. Sony? Kannst du mir sagen, wie ich Vendetta in meine Gilde einlade? Ganz wichtig, wenn du auf meinen Gilden-KS kommst, Vendetta, versuche bitte, dass keiner dich sieht, weil mein Gilden-KS kennt noch keiner. Und überall hier draußen kannst du angegriffen werden, auch auf dem GS. Okay. Also ist das GS im Endeffekt nicht safe. Danke. Ich nehme gerade auf. Wie das GS. Nee, das GS ist. Das GS an sich ist safe, nur nicht die Leute, die drauf rumrennen. Das heißt, hier kann auch Krieg ausbrechen. So, ich weiß nicht, ob du gerade was zu essen noch brauchst. Ich habe noch 3 Kekse. Ist es schlimm, wenn jetzt gleich mal zufällig piept? Wie bitte? Ist es schlimm, wenn es gleich mal zufällig piept? Komm mal an, was du mit dem Piepen meinst. Ich wollte meine PlayStation ausschalten. Ach so, ja, nee, mach einfach. So, gut. Wurde zu deiner Gilde eingeladen. Du bist gerade eingeladen worden, ich glaube, du musst akzeptieren. Ja. Gut. Join. Du hast nicht genug Punkte, um in die Gilde einzutreten. Ach stimmt, du brauchst da 20 Punkte, um in die Gilde einzutreten. Ach so ein Mist, das wurde jetzt geändert. Soll ich eben Vieh töten gehen? Du musst jetzt 20 Punkte sammeln, ja, dann musst du, ich glaube, 8 Creeper musst du, oder 7 Creeper zum Beispiel. Wollen wir gemeinsam losrennen schnell? Ach so, das ist ein Schaf, ich dachte gerade, das wäre ein Geist. Ja. Warte, ich komme mit. Au! Scheiße. Entschuldigung, PvP. Ich bin's nicht gewohnt. Komm mit. Ja. Nee, Quatsch, wir können auch. Nee, ist ja egal. So, du suchst einfach und ich suche und wenn ich was finde. Da ist ein Zombie, guck hier, da ist ein Zombie. Wo denn? Hier unten. Autsch. Ach, da unten. Sieht aus wie mein Lehrer. Was? Holen dir! Entschuldigung, das war jetzt. So, da ist ein Schwein noch gewesen. Wartet mal kurz. Da ist ein Schwein, das hole ich mir mal ganz. Ist er jetzt weg, oder? So, hab ich was zu essen auf jeden Fall. Geht einfach AFK. Ich glaub's nicht. Was ist denn hier? Ist wahrscheinlich er gerade, der die Geräusche macht. Ich hab mich gerade gewundert, was ist denn das für ein Vieh? So, okay. Wir probieren mal ganz kurz, ob wir noch was finden. Komische Eltern, ey. Dass die das nicht sehen können, dass man aufnimmt, ne? Ja, okay. Huch, das ist gerade ausgegangen. Du suchst mal weiter. Ich würde sagen, du suchst weiter. Bis du 20 Punkte hast. Du solltest jetzt gerade 2 Punkte bekommen haben durch den Zombie. Und wo sehe ich denn das?
So rechts, du hast Deaths, Punkte und Kills. Ach da, oh. Und ich baue in der Zeit mal unsere Nahrungsquelle aus, weil das sieht momentan sehr bitter aus noch. Warum betreibst du nicht Landwirtschaft? Mache ich ja, ich versuch's ja. Ich bin gerade dabei, das anzubauen. Ich muss es aber halt gesaved anbauen, damit keiner auf die Idee kommt, das zu klauen dann im Endeffekt. Wow, hier ist ein Zombie in unserer Festung. Alter. Oh nein, töte ihn. Wir kommen auch leben. Die Zombies wollen doch auch mit zu Hause sein. Ich geb die gleich mal zu Hause sein. Das ist mein Zuhause, raus aus meinem Haus. Raus aus meinem Haus. Ja. So, okay, dann. Lol. Brauchen wir Wolle? Einfach alle Tiere töten, auch die Tiere geben Punkte. Nein. Hier hat jemand Wolle verbaut. Ein Block und den nehme ich jetzt mit. Okay, wenn du meinst. Ist nicht wichtig, aber stört mich auch nicht. Moment, hier war, glaube ich. Wolle haben oder Wolle nicht haben. Ja, die Info, ich muss das mal nochmal ganz kurz alles checken, ob ich hier bei Info, ob ich hier bei Rechte habe. Flup. Und ist das noch so ein kleines GS bei uns? Na gut, schon kann ich hören. Und nochmal RG Info. Schema. Und auch hier nochmal TRG Info. Wunderschön, haben wir überall Info. Stell dir mal vor, ich würde so einen Server selber betreiben, ja, mit meinem besten Internet. Ach du Scheiße. Das ist keine schöne Vorstellung. Das würde niemals laggen. Nee. Ich würde gar nicht drauf kommen auf dem Server einfach, weil es schon mich vor Lecken raushauen würde einfach gleich. Flupp draußen. Grund zu großen Lecks. Keine Verbindung konnte hergestellt werden. 3 Stunden Connection. 3 Stunden Connection, genau. Tust den Wecker auf früh um 10 stellen oder so, damit du dann 13 Uhr reingehen kannst auf den Server. Richtig. Und dann wirst du vom Server gekickt. Dann wirst du gekickt, genau. Wartungsprobe. Episch. Alter, ich glaube, die bringen dich um. So, okay. Oder? Ich baue jetzt erstmal eine Treppe nach oben. Ich bin konzentriert, ich baue eine Treppe. Wie kann man sich verlaufen? Ich bin konzentriert. Also wenn du noch... Bist du noch in... Ne, geh aus der Höhle raus, warum gehst du in eine Höhle rein? Ja, weil ich habe Zombies gesucht, weil es ist gerade Tag. Ja, dann such halt Mobs in der Zeit. Pass wirklich auf, dass sich keiner sieht, ne? Und bring niemanden zum Gildengrundstück. Wieso? Hier unten sehe ich noch nicht mal was. Warum sollte mich hier unten jemand sehen? Weil die mehr drauf haben, meinst du? Wäre jetzt die einfachste Begründung. Natürlich, sie haben diesen Nachtsichtgerät. Diesen Nachtsichtgerät. Lern Deutsch, wenn du mit mir redest. Mit dir. Jeder Versuch mit dir zu reden ist hoffnungslos, mein Freund. Hallo, machst du mich nicht dumm? Ich habe auch Gefühle! Ich kann dich nicht dumm machen, das machst du schon selbst. Ich brauch dazu keine Hilfe. Spaß. Was nee, jetzt nennt er mich auch noch. Jetzt nennt er mich auch noch Spaß hier, ey. Glaubt das einfach mal. Spaß dir, ey. Du bist ein hoffnungsloser Fall. So, das habe ich dir gesagt. Aber du bist hoffnungsloser. Genau, hoffnungsloser. Das ist genau das, was mir noch gefehlt hat. So, ich habe schon mal das erste Weizenfeld jetzt endlich gebastelt. Nach jahrelanger Concentration. Natürlich ist das alles nur Spaß, ja. Wir hassen uns wirklich. Wir spielen das nicht nur, wir hassen uns auch wirklich. Können du Holz gebrauchen? Nimm mit, was du finden kannst. Ich habe schon wieder keine Fackeln. Ich habe einen Wald gefunden, aber der passt nicht in meine Hosentasche. Und jetzt? Guck mal, was ich mitgebracht habe. Boom, Wald ausgepackt. Und, können wir das gebrauchen? Man merkt vielleicht, dass ich heute sogar gute Laune habe oder so, ne? Also nee, Ich laber nicht so viel unnötig. Ich will gerade mal gucken, ob ich... Gilt? Oh, ich... Info, geht das? Ich hab grad ne... Ah, cool! Ich hab grad ne Höhle geflutet, ist das normal? Vaskaria Stadt von Nevergest LP. Gilde Blood Rose Titans. Rang Gildenmeister. Kills 0, Deaths... Wow, das ist wirklich sehr ermutigend. KD 0,0. Gut, dass keine Minus-KD angezeigt wird. Du meinst doch wie bei COD bei dir? Ja, hä, bist du verarscht? Meine COD-KD ist gut.
Ich wäre jetzt beinahe noch drauf reingefallen. Ich bin mit meinem Gangster-Aimbot viel besser als du. Ja, Aimbot, schon klar. Nein. Hey, ich hab eine Fackel gefunden. Du bist viel besser geworden. Ja, ich nutze ja auch Aimbot. Okay. Mit Zucker, Kürbiskern und Eiern können wir uns einen Kuchen. Das ist nicht rentabel, so ein Kuchen. Aber ich kann mal Pilze züchten und mache uns Pilzsuppen. Cool. Ich esse jetzt verrottetes Fleisch. Ich habe keine Knochen, so ein Scheiß. Schokolade. So eine man Schokolade. Man kann sich die Rippe. Was? Also man kann sich eine Rippe entfernen lassen. Dann hast du Knochen. Ei. Ich hoffe, die Dummheit auf einem Haufen klappen. Ja, komm. So, okay. Ich werde mal ganz kurz die Aufnahme hier abbrechen. Also nicht abbrechen direkt, aber mal kurz unterbinden. Und begebe mich dann mal ganz kurz zu unserem geheimen Weizenfeld, was keiner wissen darf. Bis gleich. Wir sehen uns gleich wieder. Leuchtet so, wirklich. Und da sind wir auch schon wieder. Jetzt habe ich ein bisschen Weizen und Samen dabei. Wenn der das auch schon wieder hier. Probier mal ganz kurz. Nee, warte. Noch nicht. Probier's noch nicht. Probier mal gleich mich zu schlagen. Aber eigentlich müsstest du es nicht mehr können. Ich habe keine Rechte, diese Truhe zu öffnen. Und habe nichts zu essen. Da hast du angenommen? Was? Ahnung. Ich habe dich vorhin eingeladen. Hast du angenommen? Ich hatte doch zu wenig Punkte. Ich hatte doch zu wenig Punkte. Du hast ja noch keine Rechte auf dem DS. Gut, dann schlag mich bitte nicht. Vor allen Dingen, das ist gerade mal 5 Minuten her und ich brauche was zu essen. Hast du was zu essen? Ja, hier, ich habe drei... Moment, warte. Was habe ich noch? Hier ist erstmal Zombiefleisch. Danke. Okay, das pack ich erstmal da rein. So. Wir haben jetzt hier unten ein bisschen Getreide. Du kannst mal draußen rumrennen und überall Gras abschlagen, damit wir mehr Samen kriegen. Und ich bastel in der Zeit mehr Farm hierher. Das mache ich mit einem Schwert, ne? Egal, einfach draufhauen. Nee, ich schlag ohne Schwert zu, schlag mit der Hand drauf, das ist einfacher. Warte, da unten, 10.000 Meter unter der Erde, oder eher gesagt, unter mich, unter mir. Unter ich, ja genau. Unter mein Niveau, ja. Nee, da habe ich gerade ein Schaf gefunden und einen Creeper. Warum steht dort ein Creeper? Den Creeper musst du unbedingt töten. Aber ohne, dass er explodiert. Der bringt am meisten. Die bringen 3 Punkte, bringen die. Versuch, er ist explodiert. Oh, ernsthaft jetzt? Ja. Kannst du dich nicht allein machen lassen, den Typen, ey. Ich habe aber kein Leben verloren. Ja, aber es ist sag mal, warum habe ich keine Punkte für das Schaf gekriegt? Hast du es gekillt? Kannst du... Ja. Dann müsstest du 0,25 Punkte, also wenn du 4 Schafe killst, dann kriegst du einen Punkt. Ich habe immer noch weiterhin 2. Ja, dann musst du noch 3 weitere Schafe killen, weil du kriegst nur einen verdutzten Punkt für normale Tiere. Ist ja doof, da muss ich ja... Ne? Dich anstrengen, ja, da hast du recht. Naja, fühle ich mich hier wie bei den Feedlots da in Amerika, diese Massentierhaltung, weißt du? Und die dann da so geschlachtet werden. Theoretisch wärst du sogar irgendwie intelligent, wenn man sich die Tiere erst züchtet und dann draufhaut. Darf ich mal was sagen? Ich hab gerade ein Geheimversteck gefunden von jemand anderen. Wenn es das Weizenfeld ist, dann mach's bitte wieder zu. Nein, es ist kein Weizenfeld. Hier unten ist Kakao. Wo? Hier, wo ich bin. Ja, tolle Beschreibung. Moment, warte. Ich bin so einen riesen Turm runtergesprungen, also so einen riesen Berg bei deinem Turm. Und bin ich einfach geradeaus, dann bin ich jetzt hier so im Wald. Ja, warte mal. So also, bist du im Dschungel drin oder was? Nö, ich bin im normalen Wald. Also genau. Vor dem Dschungel ist das. Vor dem Dschungel ist das? Kurz vor dem Dschungel, ja. Ich stehe direkt an der Grenze davon. Machst du nur an der Grenze? Keine Ahnung. Ich würde jetzt eigentlich einen falschen Spruch sagen, aber es lass ja, lass lieber. Es bitte lieber bleiben. Also, weil sonst kriegst du nachher noch irgendwelche Probleme. Sonst kriegst du Probleme. Moment, habe ich das eine Wort? Wolke hat, ich glaube, ich habe Wolke sein Wort nicht zensiert. Oh, ich habe ein Schwein gefunden. Ah, okay, du müsstest aber auch hier ungefähr sein. Bestimmt in der Nähe von dem Schwein. Ich würde ja eigentlich eine Leuchtbrille.